Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen The Legend of Zelda A Link to the Past. Und wir spielen davon die Game Boy Advance Version. Für alle, die das interessiert. Los geht's! Vor langer Zeit in Hyrule, umgeben von satten Wäldern und majestätischen Bergen, soll laut der Legenden die allumfassende goldene Macht zu finden gewesen sein. Sie war versteckt in einem heiligen Reich jenseits des Zugriffs der Menschen. Bis eines Tages ein Portal zu diesem Reich geöffnet wurde. In der Hoffnung, die goldene Macht zu erlangen, begannen sich die Völker zu bekriegen. Viele trachteten danach, das goldene Land zu betreten. Doch keiner kehrte je zurück. Stattdessen strömten böse Mächte aus dem dunklen Portal. Daher befahl der König 7 weisen Männern, das Tor für immer zu versiegeln. Viele mutige Ritter ließen ihre Leben bei dem Versuch, die Weisen zu beschützen. Ein Siegel wurde erschaffen, der Fluss des Bösen war unterbrochen. Für immer. Dies zumindest war die Hoffnung der Menschen. Doch die Zeit webte den Mantel des Vergessens und so wurden die Legenden geboren. Eines Tages tauchte in Hyrule der geheimnisvolle Magier Aghanim auf. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Er verhexte die Soldaten und entführte 7 Maiden, die Nachfahren der Weisen, um das Siegel zu brechen. Nun erwartet das letzte der Mädchen ihr Schicksal, Prinzessin Zelda. Hilf mir! Bitte, hilf mir doch! Ich bin eine Gefangene im Burgverlies. Mein Name ist Zelda. Aghanim, der Magier, hat den anderen Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Aghanim hat die Kontrolle über den Palast erlangt und versucht, das Siegel der Weisen zu brechen. Ich bin im Kerker des Palastes. Bitte, hilf mir! Elig, ich gehe kurz fort, aber bei Sonnenaufgang bin ich wieder zurück. Bleib hier und verlasse das Haus auf keinen Fall. Okay, Papa. So, Zeit das Haus zu verlassen, aber vorher gucke ich nochmal in die Kiste. Oh, du hast die Lampe. Drücke A, um Licht ins Dunkel zu bringen. Das werden wir. So, ich muss jetzt erstmal in die Steuerung reinkommen. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Könnten wir schon? Ja. Okay, wir können schon Sachen hochheben. Schwert haben wir leider noch keins, das heißt, wir können uns noch nicht wehren, falls Monster kommen. Aber wir haben eine Lampe. Wow, und es regnet in Strömen. Und auf jeden Fall verbraucht dieses Feuer der Lampe, was ich ziemlich blöd finde, Magie. Das ist diese grüne Leiste da links. Oh, und wir haben uns schon verirrt. Sehr gut, Elig. Das klappt ja supi. Oh, 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 wir müssen uns doch beeilen. Wir müssen Zelda retten. Hey, was steht denn hier? Belohnung, 100 Rubine für den, der die Nachkommen der Weisen findet. Gezeichnet, der König. Total verdächtig. Ach, Menno, warum fällt denn kein Ohr? Du lässt mich nicht durch, bestimmt. Hey, du kannst doch hier nicht einfach so in den Palast hineinmarschieren. Ab nach Hause und ins Bett mit dir, Söhnchen. Naja, zum Glück guckst du gerade nicht, wo ich langlaufe und ich laufe einfach mal kurz hier vorbei. Können wir auch schon diesen hochheben? Ja. Okay. Oh, zum Glück weiß ich noch, wo ich hin muss. Hier hing ich am Anfang auf jeden Fall sehr lang, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe. Denn total verdächtigerweise müssen wir hier rein. Warum fällt den Leuten denn nicht auf, dass der König sich komplett anders benimmt? Oh nein! Oh, diese Stimme. Elig, bist du es? Ich hab dir doch gesagt, du sollst zu Hause bleiben. Nun, man kann seiner Bestimmung wohl nicht entfliehen. Hier, nimm dieses Schwert und den Schild. Ich werde dich nun eine der geheimen Schwertechniken der Ritter von Hyrule lehren. Halte B gedrückt, um die Klinge mit Energie aufzuladen. Lass los, um die Kraft freizusetzen. Elig, du musst die Prinzessin Zelda retten.
Es ist das Schicksal unseres Geschlechts. Doch werde nicht Opfer dieses Schicksals, Elig. Niemals werde ich unsere gemeinsame Zeit vergessen. Oh, ich wollte dich nicht anzünden. Ich dachte, ich kann nochmal mit dir reden. Wie doof. So, das ist jetzt auf jeden Fall sehr ungünstig, aber wir haben jetzt wenigstens ein Schwert bekommen, um uns zu wehren. Und ich frage mich echt, wie unser Vater von diesen Einzelnen da niedergestrickt werden konnte. Die können hier nun wirklich gar nichts. Das waren 5 Rubine. Ach so, und wir können das gar nicht normal besiegen. Die grünen Flaschen sind unsere Energie für die Zauberleiste. Und die Herzen sind die Herzen. Das hat wahrscheinlich jeder schon mitbekommen inzwischen. So, jetzt kommen wir schon hier ein bisschen schneller voran. Das gefällt mir gut. Und die Wache sieht uns zum Glück auch nicht. Also der König hat wirklich super Wachen. Aber die kann uns natürlich durch das da sehen. Achso, wir können auch mit dem Schwert durchwedeln. Na, kein Wunder, dass der uns sieht. Oh mein Gott. Geht alle weg. Na, geh auch weg. So. Herzen brauchen wir im Moment noch keine. Na. Gibt's ja wohl nicht. So. Ich bin mal gespannt. Ich sage jetzt mal kurz, wie ich mir das hier so gedacht habe. Ich werde versuchen, dieses Projekt so gut wie zu 100% durchzuspielen. Falls ich also irgendwann mal Herzteile übersehe, würde ich euch beten, mir das nicht gleich zu sagen. Nur wenn ich wirklich im Video nochmal explizit danach frage. Weil ich versuche eigentlich alles nochmal alleine so ins Gedächtnis zu rufen, um alles zu finden. Das wäre mir relativ wichtig. Damit ich mir selbst beweisen kann, dass ich nicht schon Alzheimer habe. So, wo mussten wir denn gleich nochmal hin? Das zeigt es ja jetzt schon, genau. Gut, dass ich gleich sage, dass ich nicht weiß, wo ich lang muss. Die Ritter mit dem großen Schwert sind übrigens ein größeres Problem, weil die unsere Schläge mit der Seite abblocken, wo das Schwert auch ist. Ziemlich uncool das Ganze. Ah, ich glaube, wir sind richtig. Und wir sind jetzt auch schon im Schloss Hyrule. Das ging ziemlich fix. Also in diesem Spiel ist der Story-Ablauf wirklich sehr straff gewickelt, muss ich mal sagen. Das war ein Schlüssel. Es wird uns auch gar nicht erst erklärt. Und wir haben eine Karte. Nutze sie, um deine Position im Verlies festzustellen und einen Überblick zu erhalten. Drücke L. Ah. Cool, na das hat doch schon mal super geklappt. Mit dem Schlüssel kriegen wir die Tür gleich auf. Alles wunderbar. Da oben geht's nicht weiter. Springen wir hier runter. Hauen dem Typen... Ah, mit dem Schwert eins drauf. Gibt's ja nicht. Und er hat natürlich kein Herz verloren. Der Anfang des Spiels ist leider auch extrem schwer, finde ich. Ah, den haben wir da runtergehauen. Dem hau ich das drauf. Wunderbar, klappt perfekt. Denn dadurch, dass wir nur 3 Herzen haben, sind die Gegner echt hart. Oh, au, du blöder Hammel. Danke, wenigstens habe ich wieder ein Herz bekommen. 2,5 ist okay. Sobald wir bei einem Herz angekommen sind oder bei 1,5, wird es ziemlich kritisch. Weil die Gegner hier hauen schon ziemlich gut zu, dafür, dass wir kaum Lebenspunkte haben. Muss ich da überhaupt hin? Lass mal schauen. Da rechts geht's, glaube ich, wieder zurück zum Anfang. Ach, und hier kann ich die Gegner einfach umgehen. Na, das ist ja Luxus, dann machen wir das auch. Wow, 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 wow. Zum Glück können die Gegner hier nicht durch Türen folgen. Du hast dein Schwert links. Ich glaube, die Blauen haben es auf der anderen Seite. Und wir brauchen einen kleinen Schlüssel. Ich denke mal, den gibt es hier. Ja, das sieht sehr verdächtig aus. Hier, von der Seite ist die Gegner... Au, einfacher zu besiegen, wollte ich sagen. Sehr gut, du hast den Bumerang. Drücke Select, um ihn auszuwählen und lass ihn fliegen. Das machen wir gleich. Ah, sehr gut. Also wie man sieht, es ist ja eines, sogar das erste SNES-Zelda. Ich glaube, es gibt auch nur eins, oder? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall sind die Items hier ziemlich eng aneinander gesetzt am Anfang. Ich meine, wir haben jetzt schon 2 bekommen, plus Schwert und Schild. Und wir wissen auch schon die Mechanik der Karte und von Schlüsseln. Das ist ziemlich krass. Also ich denke mal, die sind bei diesem Zelda vor allem noch davon ausgegangen, dass viele auch den Vorgänger gespielt haben und folglich noch wissen, wie was funktioniert. Aber ich finde es trotzdem viel verlangt. So, das nehme ich mir. Ich glaube, das sollte ich auch behalten, weil hier unten nämlich schon der erste ziemlich dreiste Gegner auf uns wartet. Aber dem können wir einfach so ein paar Vasen in den Kopf hauen und dann hat sich das erledigt. Yay! Sehr gut. Du hast den großen Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagt. Da zum Beispiel. Und da sind 5 Rubine drin. Wer sperrt den Zelda mit 5 Rubinen ein? So ein Käse. Ich danke dir, Elig. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Elig, hör mir gut zu. Alle Soldaten im Palast stehen im Bann des Magiers. Und ich fürchte, meinem Vater ist es noch schlimmer ergangen. Dieser Magier ist ein unmenschliches Monster. Er ist sehr mächtig. Hast du alles verstanden? Nee. Ja, doch schon. Schnell, lass uns von hier verschwinden, ehe der Magier etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang. Dazu müssen wir in den ersten Stock. Schnell, komm! Ja, komm in Zelda! Schade, dass die nicht dauerhaft bei uns bleibt und irgendwie so mitzaubern kann, weil... Immerhin ist es ja eine Weise. Theoretisch müsste sie sowas können. Andererseits haben die sich auch alle von Aghanim einfach mal gefangen nehmen lassen, statt zusammen irgendeinen Über-Mega-Zauber auf den drauf zu schießen. Aber naja, was soll's. Aghanim wird das schon alles clever durchdacht haben und darum ging das halt nicht. So, das wird die Begründung schlechthin sein.
Dann gehe ich wieder den Weg hier außen rum, damit uns die komischen Typen da unten nicht attackieren und belästigen können. Und Zelda, ich hoffe, du kannst runterspringen, danke. Wunderbar. Na, dann klappt das ja alles wie am Schnürchen. Ich denke... das hat schon mal gut geklappt. Ich denke, den ersten Part werde ich nur damit verbringen, Zelda hier rauszuholen und irgendwelche Ritter in den Abgrund zu schießen. Das macht nämlich Spaß. So, dich muss ich hier mal so vor Dings tüdeln, dann... Na, das Herz brauche ich nicht. Ich habe früher auch nicht wirklich erkannt, dass das Herzen sind, wo die durch die Luft geflogen sind. Schwein gehabt. Ah, ein Glück, dass die Bumerang... Die Bumerangs? Die Bumerang? Ich weiß es gar nicht. Ein Glück, dass die zurückkommenden Stöcke so gut fliegen. So, ringsrum. Man hört draußen auch noch den Wind heulen. Ah, das ist echt klasse gemacht, muss ich sagen. Man kann richtig nachvollziehen, dass wir jetzt am Rand des Schlosses sind. Und wir deswegen noch den Regen hören. So, den nehme ich mal, weil ich so frei bin. Ich hoffe mal, wir laufen jetzt den richtigen Weg. Den nehme ich mir mal mit. Da geht's raus, aber ich möchte doch, glaube ich, gar nicht raus. Nee, ich glaube, ich möchte nicht raus. Da stehen auch die großen bösen Wachen mit ihren großen Schwertern und ihren großen Wutanfällen und ihrer großen Macht. Das möchte ich gar nicht erst austesten. Okay. Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Wir müssen uns beeilen. Okay. Wir machen ja schon schnell los. Ich weiß zum Glück noch, wo ich hin muss. Und aus irgendeinem Grund finde ich das sehr verstörend. Aber Link hat in diesem Spiel pinke Haare. Oder zumindest rosane Haare. Und ich glaube, wir können das hier auch kaputt machen. Aber das bringt uns gar nichts. So, wir sind da, Zelda. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster dort drin und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gemeinsam gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Komm schon, hilf mir. Ja, ja, wir machen das schon. Zusammen sind wir super stark. Und aus irgendeinem Grund sieht Aghanim das nicht, dass wir dann hier so den Geheimgang freigelegt haben. Warum auch immer. Und wir sollten vielleicht die Lampe nehmen. Um sowas wie solche kleinen Fackeln da zu suchen. Das wäre schon mal supi. Da zum Beispiel. Danke, jetzt sieht das schon alles viel besser aus. Da sehen wir die Gegner auch viel eher. Wie diesen zum Beispiel. Und die Lampen gehen mit der Zeit leider aus. Insofern sollten wir uns beeilen. Ah, es ist richtig hell. Sehr gut. Leider bleiben die Lampen nicht so hell, dass wir auch hier unten noch was sehen. Aber das ist schon mal gut. Oh Gott, Schlangen, alles voll. Gleich am Anfang vor allem. Das ist so fies. Das ist echt uncool. Sehr gut, danke fürs Herz. Oh, da ist noch mein Herz. Gut, dann sage ich mal nichts zum Schwierigkeitsgrad. Ist ja noch ganz human. Okay. Der Raum war auch nicht so groß. Schlange, Schlange, Schlange. Mensch, Link, dreh dich doch mal schneller um. So finde ich das echt unangenehm. Oh, eine Kiste mit einem kleinen Schlüssel drin. So, dann machen wir gleich mal ein bisschen heller hier drin. Jetzt sollten wir mit den Gegnern auch nicht mehr so viele Probleme haben. Vor allem nicht mit diesen bösen Schlangen. Sehr gut. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir sogar noch die Magie aufgefüllt bekommen. Und da ist schon der Ausgang. Wunderbar. Elig, vorwärts. Es ist ja nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, wir können nämlich einfach nochmal ins Wasser. Ich weiß gar nicht, wo ihr Problem ist. Au. Vielleicht meinte sie ja das damit. Nee. Oh, 5 Rubine. Danke sehr. Die Mäuse sind zwar nervig, aber die klauen scheinbar auch gerne Geld. So, dich mache ich auch noch kaputt. Und das war's. Wir sollten nicht mehr ganz so viele Räume hier auf uns warten. Wir müssen gleich durch sein. Dann hat sich das mit dem Tutorial auch gegessen. Weil indirekt gesehen ist das ja eins. Da sind auf jeden Fall ein paar Mäuse. Die sollte ich vielleicht mal besiegen. Bevor die dasselbe... Oh, was? Ein 20er? Diese Mäuse sind ja extrem reich. Also ich meine, jetzt sind sie auch extrem tot. Aber cool. Ich wusste gar nicht, dass sie schon so wertvolle Sachen fallen lassen. Noch ein 5er. Und da ist nochmal eine Lampe. Schön. Kommt hier nochmal so ein kleiner... Ja, nicht hier auch nochmal? Nö, schade. Naja, wir sind eh noch voll genug. So viele Lampen können wir gar nicht mehr verbrauchen. Den mache ich kaputt. Danke für den Rubin. Da ist er... Ah, was? Moment, ging das Licht doch noch durch? Dann habe ich ja Käse erzählt. Oder waren die Lampen von Anfang an noch an? Das verwirrt mich gerade. Gut, die machen wir beide kaputt. Och, und das war auch schon ein ziemlich kurzer Raum. Jetzt sollten wir schon fast im letzten sein. Und hier, total fies... Kann man mit einer Bombe durch, aber wir haben noch keine. Das ist echt gemein, das hier gleich am Anfang so zu zeigen und man weiß genau, ah, da ist was und ich komme nicht ran, ich will es aber wissen, was es ist und die Mäuse verprügeln uns gerade total böse. Na, komm her, blöde Maus, gib uns dein ganzes Geld und hier ist nochmal das Gleiche. So, da gehen wir durch. Blöcke schieben wird einem auch ohne Textbox erklärt, finde ich alles sehr angenehm. Und das sieht doch schon richtig gut aus, es sieht doch schon fast aus, als wären wir am Ziel. Schon wieder ein 20er?
Das ist ja verrückt, wie viel... Wir haben schon knapp 100 Rubine alleine, nur weil wir Mäuse besiegen. Kammerjäger müssen in Legend of Zelda ja extrem gut verdienen. Na komm schon. Na, danke. Haben wir hier noch ein Herz drunter? Nein, warum auch? Gut. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du an einem der Hebel ziehen. Und wenn du mir jetzt noch sagst, welcher... Oh, um die Tür zu öffnen, musst du an dem Hebel ziehen. Halte R gedrückt und drücke nach unten auf dem Steuerkreuz. Ja. So, die hätten wir auch besiegt. Sagt sie uns auch welchen Schalter, weil ich weiß, dass einer eine Falle ist. Mal gucken, was das ist. Das war der richtige. Wenn wir den hier ziehen, fallen überall Schlangen runter. Aber da wir nur zwei Herzen haben, möchte ich das gar nicht erst testen. Raus hier. Prinzessin Zelda? Ihr seid in Sicherheit. Haben wir das dir zu verdanken, Elig? Nein. Nur dank Elig konnte ich dem Kerker entfliehen. Als ich in Gefangenschaft war, hörte ich den Magier sagen, wenn ich mit dir fertig bin, wird sich das Siegel der Weisen öffnen. Elig, du darfst nicht zulassen, dass Hyrule in die Klauen des Magiers fällt. Bricht er das Siegel der sieben Weisen, wird eine Flutwelle des Bösen entfesselt. Wenn dies geschieht, werden die Völker von Hyrule nie wieder in Frieden leben. Bevor dies geschieht... Bevor es zu spät ist, bitte! Du musst den Magier besiegen, bevor er ganz Hyrule zerstört. Du kannst... Du musst es! Ich fühle, dass eine starke böse Macht das Handeln des Magiers bestimmt und seine Kräfte verstärkt. Nur eine Waffe ist stark genug, dem Magier Einhalt zu gebieten. Das legendäre Masterschwert. Doch weiß nur eine Person um den Aufenthalt dieser Klinge. Und dies ist der Dorfälteste. Man sagt, er sei ein Nachfahre eines der sieben Weisen. Vielleicht kann er dir mehr darüber sagen. Ich werde auf deiner Karte markieren, wo sein Haus zu finden ist. Ich bin mir sicher, dass die Palastwache bereits auf der Suche nach euch beiden ist. Es ist besser, wenn ihr euch trennt. Daher werde ich Prinzessin Zelda hier verstecken. Keine Sorge, suche den Dorfältesten. Hast du alles verstanden? Ja. Achso, und das wurde gleich automatisch vermerkt, oder was? Und ein wunderbarer Herzcontainer befindet sich in dieser Kiste. Deine Herzzahl ist gestiegen. Danke. Und damit würde ich schon sagen, das war unser erster großer Akt, den wir hier gemacht haben, denn wir haben Prinzessin Zelda aus den Klauen von Aghanim gerettet. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, suchen wir den Dorfältesten und erlangen wir den Zugang zum Masterschwert oder vielleicht auch nur eine Information, wo sich das Schwert befinden könnte. Okay, und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Elig. Bye!